habe es toll gefunden, dass ich da eigentlich schnell Kontakte knüpfen habe können. Wenn man mit anderen Sportlern, die was man davor noch nicht kennt hat, zusammengeschaut hat, dass man da die Probleme gemeinsam löst und das dann zusammenbaut. Man hat schauen müssen, dass man zu zweit eine Aufgabe macht, was man nicht alltäglich macht. Zum Schluss, dass man alle Leute zusammen den Wogen ins Ziel bringen. Das ist einfach cool. Was man im Team eigentlich schaffen kann, ist erstaunlich. Wir machen mit ihnen Medienschulung, wir haben Motivationsvorträge, wir haben einen Kochkurs, Ernährungs- Anti-Doping-Schulung, also viele Dinge, die sie sonst während dem Jahr üblicherweise nicht erhalten, möchten wir ihnen in diesen beiden Tagen mit auf ihren zukünftigen sportlichen Weg geben. Bis jetzt war dieses Lillehammer irgendwie immer so weit weg und jetzt ist man einmal hier und jetzt realisiert man das langsam, dass man nach Norwegen fährt und dass man Teil des Jugendolympischen Teams von Österreich ist und das ist einfach echt ein grandioser Event. Mein Ansatz ist, dass wenn immer es uns gelingt, dass wir präsent sind, dass wir das voll tun, was wir jetzt gerade tun, dann müssen wir uns auch nicht motivieren. Der hat die Emotionen und die Begeisterung für den Sport, die er selber empfindet, so toll rüberbracht an das Publikum. Es war wirklich, wirklich toll. Wenn man nervös ist, einfach davor noch einmal kurz einatmen und ausatmen. Und nachher sieht man einfach, wie sich alles einfach viel leichter aufhört. Der hat mich sehr imponiert, muss ich sagen. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen und ja, ist ein Idol auch. Gut werden wollen alle. Das weiß man. All jene, die ja bereit sind, dass sie das Leben danach ausrichten, dass sie die Begeisterung erhalten, die sind dann schlussendlich die, die ganz oben stehen. Und dann kann man nur an den Sportler appellieren, dass er das auch wirklich nicht macht, dass er sich nicht verleiten lässt, auch wenn der Druck noch so groß ist, dass er nicht zu illegalen Substanzen greift. Beim Medienvortrag hat mir am besten gefallen, dass man einfach gesagt kriegt, wie man sich beim Interview zu verhalten hat. Ja, es war super, dass mit den Interviews, dass man vorher fragt, um was es geht. Das mit der Regeneration eigentlich am besten gefunden beim Ernährungsvortrag, weil man einfach, das ist einfach wichtig, dass man dann für den nächsten Wettkampf wieder optimal vorbereitet ist. Vor dem Wettkampf eher leichtes Essen zu mir nehmen und am Abend das schwere Essen weglassen, vielleicht nur einmal eiweißlastig zu essen und vor allem das Wasser trinken. Bei uns wird das eh gut kontrolliert, also die schauen sich die Schlitten immer genau an, die Kufen werden kontrolliert und bei uns, glaube ich, wird das nicht so vorkommen, dass bei uns jemand nicht fair das handhabt. Gerade in jungen Jahren soll man schauen, dass man seine Karriere nicht durch sowas beschmutzt und einfach für einen sauberen Sport eintritt und sich da richtig verhält.
Ja, das Wichtigste ist die Freude am Essen. Die Freude am Kochen mit frischen Zutaten, irgendwas irrsinnig Schnelles zuzubereiten. War cool, dass die auch eine Show gemacht haben, nicht so einfach so gekocht haben, so ein bisschen Action eingebracht haben und dass wir mitkochen haben dürfen. Die war wirklich total toll. Sie war total witzig und ja. Der Zeitfaktor spielt keine große Rolle. Ich bin also nicht stundenlang in der Küche irgendwie am Vorbereiten, sondern maximal 10 Minuten habe ich mir ein schnelles, gesundes Gericht zubereitet, das wirklich schmackhaft und nahrhaft ist. Alle Vortragenden waren mit Passion und Begeisterung bei der Sache und ebenso haben wir auch Begeisterung von den Kids zurückbekommen. Und das sollen sie haben, damit sie dann auch begeistert ihre Leistung in Lillehammer bringen können.